In diesem Video über die chinesische Geschichte des Altertums möchte ich Ihnen die sogenannten vier schönsten Frauen vorstellen. Es geht um Krieg, Frieden, Sehnsucht und Liebe. Es ist typisch für die chinesische Kultur, historisches und aktuelles anhand von vier Persönlichkeiten oder Gegenständen zu benennen. Sie haben vielleicht schon mal von den vier Büchern, den vier größten Romanen oder den vier Topstars gehört. Ähnlich verhält es sich mit den vier Schönheiten des klassischen Altertums. Sie hatten eine spannende und legendäre Geschichte, aber auch ein trauriges Lebensende. Obwohl die Schönheitsbewertung sehr subjektiv ist und früher zahlreiche bekannte und unbekannte Schönen gelebt haben, gibt es eine festgelegte Namenliste der vier schönsten historischen Frauen. Aufgezählt nach ihrer Lebenszeit waren dies Xi Shi, Wang Zhaojun, Diao Chan und Yang Guifei. Denn außer der Schönheit sind die politischen, historischen und kulturellen Einflüsse sehr wichtige Kriterien dafür, sie in diesem Kanal aufzunehmen. Die Liste geht erstmals auf den berühmten Maler Tang Behu zurück, der die besagten vier Schönheiten 1517 in einem bekannten Kunstwerk festhält. Über sie gibt es neben der offiziellen historischen Aufzeichnung auch viele Anekdoten, Legenden und literarischen Darstellungen. In diesem Vortrag werden vor allem der historische Hintergrund und das Schicksal der vier in der historischen Entwicklung dargelegt. Danach möchte ich meine Meinung zum Ausdruck bringen, was das tragische Schicksal der Schönen verursacht hat und warum sie historisch oft negativ kommentiert wurde. Sie können Ihre Meinung gerne in den Kommentaren äußern. Xi Shi lebt in jener Zeit, als China in hunderte kleinen Ländern zerfallen war. Ich vermittle Ihnen zuerst kurz die Hintergrundkenntnisse, warum es damals viele Länder und viele Krieger gab. Vor 221 v. Chr. Wurde auf dem chinesischen Gebiet das Politiksystem Feng Jian durchgeführt. Der sogenannten Himmelssohn der Zhou-Dynastie belehnte Ländereien und deren Bevölkerung an die Fürsten, ließ sie eigene Länder errichten und an ihre Nachkommen weitererben. In Europa war eine ähnliche Praktik unter dem Namen Lenswesen verbreitet. Die Fürsten besaßen eigenständige Macht auf ihrem Land und mussten ihre Pflichten als Untergeordneten des Himmelssohns leisten. Im Laufe der Zeit verlor der Himmelssohn langsam Einfluss und Kontrolle auf die Fürsten. Die größeren Fürsten führten Kriege gegen die anderen, um mehr Ressourcen und Macht zu erlangen und nach der Vorherrschaft auf dem gesamten Gebiet zu streben. So geriet das chinesische Gebiet über 500 Jahre in ein Durcheinander aus kontinuierlichen Kriegen. Diese lange Periode des Chaos wurde historisch in zwei Zeiten geteilt. Die Zeit der Frühlings- und Herbstannalen Chunqiu und der streitenden Reiche Zhangguo. Die berühmte Schönheit Xi Shi hat am Ende der Chunqiu-Zeit gelebt. Fokussieren wir jetzt die zwei Länder am Südosten der Karte, wo sich die Provinz Jiangsu und Zhejiang heute befinden, die damals jeweils Wu und Yue hießen. Als Nachbarländer gab es zwischen den Wu- und Yue-Land andauernd Streite und Kriege. Im Jahr 493 v. Chr. Hat der Wu-König Fu Chai den Yue-König Gou Jian besiegt.
um das Ölland erhalten zu können, hat Goujian kapituliert und sogar als Sklaven von Fu Chai für 3 Jahre gearbeitet. Sein langjähriger Plan, das Uland zu besiegen und Haare zu nehmen, hat Goujian aber nie aufgegeben und mit starkem Willen Schritt für verfolgt. Ein Teil davon war es, Fu Chai einige schöne Frauen zu schenken. Diese sollten Fu Chais Lebensgenuss fördern und so seinen Ehrgeiz und seine Vernunft dezimieren. Gleichzeitig arbeitete sie auch als Spioninnen. Eine dieser Frauen war das ursprünglich naive, aber wunderschöne Landmädchen Xi Shi. Dafür wurden sie und ihre Kolleginnen 3 Jahre lang gründlich in adligen Gepflogenheiten der Kunst und der Spionage ausgebildet. Danach wurden sie verschenkt. Xi Shi erfüllte ihre Aufgabe sehr gut. Sie wurde die Lieblingsfrau von Fu Chai und hat ihr Bestes getan, ihr Heimatland vor dem Angriff zu schützen. Das Ölland gewann kostbare Zeit zur Entwicklung. Die Bevölkerung und die Landwirtschaftsproduktion stiegen rasant. 482 vor Christus griff Goujian das Uland schließlich an, als die Mehrheit der Wu-Armee in Nordchina kämpfte. Er siegte überlegen. 473 vor Christus war das Wu-Königreich komplett gefallen und Fu Chai wurde zum Selbstmord gezwungen. Das Territorium und die Bevölkerung von Wu waren Teil von Yue geworden. Nach diesem Erfolg war es aber keineswegs so, als ob Xi Shi für ihre großen Verdienste geehrt worden wäre. Im Gegenteil, sie wurde zum Sündenbock für den Untergang von Wu und als Unglücksbringerin für Wen geschimpft. Ihr Ende wurde historisch nicht aufgezeichnet. Kurz nach dem Sieg war Xi Shi auf mysteriöse Weise verschwunden. Nach einer bekannten Volkserzählung hat Goujian befohlen, Xi Shi in den See zu werfen und ertrinken zu lassen. Denn er schämte sich vor ihr, war aber auch vor ihrer Schönheit begeistert. Er befürchtete, dass er wie Fu Chai im Angesicht ihrer Schönheit den Ehrgeiz verlieren könnte. Xi Shis Geschichte ist zwar lange vorbei, aber die Methode, schöne Frauen als Waffen in Kriegen und politischen Kämpfen auszunutzen, wurde historisch oft angewendet. Wang Zhaojuns Vorgeschichte ging auf die Streitigkeiten zwischen dem Han- und Xiongnu-Reich zurück. Im Nordosten des asiatischen Kontinents lebte vor tausenden von Jahren ein heiter Nomadenvolk namens Xiongnu. Ob Xiongnu und die Hunnen denselben Stamm besitzen, ist noch umstritten. Damit Sie es besser verstehen können, nenne ich an dieser Stelle das Volk dennoch Xiong-Hunnen. Die Hunnen und das Han-Volk waren 1000 Jahre lange Nachbarn. Wegen den verschiedenen Produktionsformen und Lebensstilen gab es häufig Streit zwischen dem Han-Volk und den Hunnen. Die Han-Nation war eine entwickelte Agrarzivilisation und arbeitete und lebte Generation für Generation auf dem selben Land. Sie ernährten sich hauptsächlich von den angebauten Getreide. Währenddessen lebten die Hunnen von dem Jagen. Ihr Leben war daher stark von der natürlichen Umgebung abhängig. Manche Hunnen griffen die Wohngebiete der Han-Nation an, um Lebensmittel und Kleidung zu rauben, was dem Volk und der Regierung der Han-Nation über viele Jahre große Schaden verursachte. Da die Kampfkraft der Han-Nation im Allgemeinen schwächer war und sich
das neu begründete Hanreich nach der Wiedervereinigung erholen musste, hat sich Liu Bang, der erste Kaiser der Han-Dynastie, entschieden, durch politisches Heiraten, Heqin genannt, Frieden mit den Hunnen zu schließen. Dafür war die eine Eheschließung zwischen einer Frau des Hanreichs und dem Hunnenoberhaupt, genannt Chan Yu, nötig. Am Anfang der Han-Dynastie war das politische Heiraten die wichtigste Maßnahme gegen die Hunnen. Fast alle paar Jahre wurde eine junge Frau zusammen mit vielen aus Stauern ins Hunnenreich geschickt. Für diese Aufgabe wird der Kaiser kaum geborene Prinzessinnen, also eigene Töchter oder Schwestern. Er wählte die politische Braut unter den Töchtern der Verwandten oder den Hofdienerinnen aus, ehrte sie mit dem Prinzessinnen-Titel und ließ sie den Chai Yu heiraten. Diese Lage hat sich in der Herrschzeit von Kaiser Han Wu geändert. Er hat intensiv das Militär entwickelt, seine Landesfläche erheblich vergrößert und die Hunnen zurückgeschlagen. Der Kaiser Han Wu hat zwar erfolgreich die Hunnen militärisch unterworfen und ihren Lebensraum weiter nördlich verschoben, aber die Kosten für das Leben der Soldaten und die Reichskasse waren so riesig, dass das Hanreich nicht mehr die Krieger finanzieren konnte. Zu der Lebenszeit von Wang Zhaojun war der Verwaltungskreis der Hunnen in zwei Teile, das Nord- und Südhunnenreich, zusammengebrochen. Sowohl der Chan Yu des südlichen Hunnenreichs Hu Hanyi als auch der Kaiser Han Yuan wünschten sich Frieden miteinander. Um eine festere Freundschaft zwischen den Ländern zu schließen, verlangt Hu Hanyi Chan Yu eine Ehebeziehung mit dem Hanreich. Die schöne Wang Zhaojun wurde als die Braut des Hunnen ausgewählt. Wang Zhaojun kam aus der heutigen Hubei-Provinz und war für ihr wunderschönes Aussehen und hohes Musiktalent berühmt. Insbesondere spürt sie gut Pipa. Als der Kaiser Han Yuan an die Macht kam, ließ er schöne Frau für seine Harem im Volk aussuchen. Die junge Wang Zhaojun war so in den Kaiserpalast gekommen und eine Angehörige des Harems geworden. Nach der Volkserzählung ließ der Kaiser einen Hofmaler seinen Harem malen, damit er leichter gewünschte Frauen wählen konnte. Wang Zhaojun bestach den Maler als einzige Frau nicht, deshalb er sie mit heißlich weshalb er sie mit Absicht hässlich machte. So hat sie während des fünfjährigen Lebens im Kaiserpalast nie den Kaiser zu Gesicht bekommen. Sie wollte nicht lebenslang sinnlos und einsam im Palast leben, meldete sich deswegen freiwillig als Kandidatin für die politische Ehe und war schließlich die Braut geworden. 33 vor Christus verließ die 21-jährige Wang Zhaojun für den Frieden ihr Vaterland für immer und wanderte in das Karte- und Yuedergebiet der Hunnen aus. Das Leben in einem fremden Land war für die junge Wang Zhaojun sehr hart. Am schwersten für sie zu akzeptieren war eine hunnische Heiratssitte. Der Erbe bzw. der Sohn oder Bruder des Gestorbenen erbte auch die Witwen. Das heißt, außer der leiblichen Mutter konnte der Erbe alle hinterlassenen Frauen des Gestorbenen heiraten. Diese Sitte war unter den Hunnen üblich, wurde aber von dem Volk des Hanreichs mit starker konfuzianistischer Kulturprägung als ein tierisches Benehmen angesehen. Nach der archäologischen Forschung war ein wichtiger Grund für diese Sitte, dass die Hunnen generell Mangel an dem Mineralstoff Zink hatten. Dieser Zinkmangel verursachte, dass es eine sehr hohe Sterblichkeit der Frauen bei der Geburt gab.
Die erwachsenen, fruchtbaren Frauen waren für die Hunnen somit eine schätzbare Ressource. Der erste Mann von Wang Zhaojun starb 3 Jahre nach der Heirat. Der Han-Kaiser zwang Wang Zhaojun dazu, für ihr Vaterland den Friedensvertrag weiter zu erfüllen und die Heiratssitten beizubehalten. Sie schloss schließlich die Ehe mit dem neuen Chan Yu, der zugleich der ältere Sohn ihres ersten Mannes war. Die beiden haben 11 Jahre zusammengelebt. Von den beiden Männern bekam Wang Zhaojun einen Sohn und 2 Töchter. Weniger als 2 Jahre nach dem Tod ihres zweiten Mannes erlag sie einer Krankheit. Nach einer Volkserzählung aber starb sie an Selbstmord, damit sie nicht daheim heiraten musste. Wang Zhaojun hat zwar ein hartes Leben geführt, aber sie hat dazu entscheidend beigetragen, dass es zwischen dem Han und Hunnenreich ca. 60 Jahre Waffenstillstand gab. Wie Wang Zhaojun gab es in der Geschichte hunderten Frauen, die in fremde, ferne Länder angeheiratet wurden und für den Frieden und die Staatsfreundschaft ihrer Jugend und ihr Lebensglück geopfert haben. Die bekanntesten davon waren Prinzessin Liu Xijun, die 119 v. Chr. Nach Usun ging, also ein historisches Reich im Siebenstromland, und auch die Prinzessin Wencheng, für die im 7. Jahrhundert der Potala-Palast gebaut wurde. Anders als die anderen drei Schönheiten ist Diao Chan eine Fiktionsfigur, deren Name und Geschichte in historischen Aufzeichnungen nicht auftauchen. Sie wurden von Luo Guanzhong in dem Roman Die Geschichte der drei Reiche im 14. Jahrhundert erfunden, der zu den 4 größten klassischen Romanen gehört. Durch den Erfolg des Romans ist die Geschichte von Diao Chan seit 600 Jahren in Ostasien sehr bekannt. Die historische Basis von Diao Chan war nach einer Hypothese eine Hofkonkubine, die ca. im Zeitraum 175 bis 200 nach Christus gelebt hat. Ihre Affären mit 2 Männern, dem Machthaber Dong Zhuo und dem starken General Lü Bu, hat die Geschichte verändert. Am Ende der späten Han-Dynastie geriet China ins Chaos. Die kaiserliche Macht wurde abwechselnd von den Familien der Kaiserin und den Eunuchen übernommen. Währenddessen bekämpften sich viele Kriegsfürsten gegenseitig, um mehr Ländereien zu erobern. Im Jahr 189 wurde der Kriegsfürst Dong Zhuo in die Hauptstadt gerufen, um den Bruder der Kaiserin bei den Kämpfen gegen die Eunuchen zu unterstützen. Dong Zhuo brach die Macht der Eunuchen und erkrönte danach auch den Kaiser. Er ernannte einen neuen Kaiser, den erst 8-jährigen Liu Xie, und machte sich selbst zu Rechtsminister und den Kaiser als seine Marionette. Er und seine Truppe haben dem Volk und dem Amt des Reichs katastrophale Zerstörung gebracht. 18 Kriegsfürsten sammelten ihre Armee, um Dong Zhuo auszuhadieren, scheiterte aber. Ein hoher Beamter namens Wang Yun versuchte mit einer List Dong Zhuo zu entfernen und schleuste eine weibliche Dauperagentin an. Die von ihm selbst großgezogene 16-jährige Schönheit Diao Chan. Dong Zhuo hat den untergegebenen General Lü Bu zum Geleitschutz, der als der stärkste Kämpfer zu jener Zeit bekannt war. Wang Yuns Meinung nach war die Schönheit der Frauen ein Schwachpunkt der Männer, den es zu nutzen galt, um Konflikte zwischen Dong Zhuo und Lü Bu zu säen und Dong Zhuo von Lü Bu umbringen zu lassen.
Wang Yun überredet Liao Chan, dass sie sich opfern musste, um das Hanreich und das Volk zu halten. Sie sollte nachfolgend Lü Bu und Dong Zhuo verführen und so schauspielen, dass die beiden Männer in Streit gerieten. Danach sollte Wang Yun Lü Bu überreden, Dong Zhuo zu töten. Alles lief nach Plan. Diao Chan hat mit ihrer unwiderstehlichen Schönheit nacheinander die Sehnsucht der beiden Männer geheißt. Wang Yun versprach zunächst, dass Diao Chan Lü Bu heiraten würde, nur um sie einige Tage später als Konkubine an Dong Zhuo zu verschenken. Durch ihre Schauspielkunst waren starke Konflikte zwischen den beiden Männern entstanden. Lü Bu glaubte, dass Dong Zhuo ihm seine geliebte Frau mit Absicht geraubt und ihn schikaniert habe. Dong Zhuo war sehr sauer darauf, dass Lü Bu so frech war, seine geliebte Konkubine anzumachen und attackierte ihn aus Anger mit einem Speer. Wang Yun überredet Lü Bu dann zum Zweig der Selbstverteidigung und der Rückeroberung von Diao Chan, Dong Zhuo zu töten. Im Jahr 192 beendete Lü Bu schließlich das Leben des Machthabers Dong Zhuo. Die Soldaten und die Bürger haben den Tod viele Tage gefeiert. Nach der Vollendung des Plans war Diao Chan zum Eigentum von Lü Bu geworden. In der historischen Realität hat Lü Bu mit einer Konkubine von Dong Zhuo geschlafen und aus Angst Mord begangen. Nach der Niederlage und dem Tod Lü Bus im Jahr 199 blieb das Schicksal Diao Chans unbekannt. Diao Chan konnte zwar Dong Zhuo entfernen, aber unmöglich mit allen machtsüchtigen Kriegsfürsten das selber tun. Auch nach Dong Zhuos Tod existierte das Hanreich nur im Namen. In Wahrheit aber war es in Ländereien zusammengebrochen, die von Kriegsfürsten kontrolliert wurden, die sich andauernd gegenseitig bekämpften. Im Jahr 220 trat der letzte Han-Kaiser zurück. Und China wurde offiziell in die drei Reiche Wei, Shu und Wu geteilt. Yang Guifei hat Yu Huan als Vorname und trug den Titelzusatz Guifei in ihrer Funktion als kaiserliche Konkubine. An dieser Stelle erkläre ich kurz die Ehepolitik des chinesischen Altertums. Die Han-Nation beherrscht das Familienmuster, dass ein Mann eine einzige offizielle Ehefrau heiraten und gleichzeitig mehreren Konkubinate haben durfte. Die Ehefrau war die Herrin einer Familie, während die Konkubinate untergeordnet waren und nur halb zur Dienerschaft zählten. Auch die Kinder von der Ehefrau und den Konkubinaten von dem selben Vater wurden sehr ungleich behandelt. Das Familienmuster des Kaisers war die vergrößerte Version dieser Form. Die Kaiserin wurde als Mutter des Reichs verehrt, deren Söhne bevorzugt als Kronprinzen ernannt wurden. Die Kaiserkonkubine waren alle der Kaiserin untergegeben und wurden in verschiedenen Klassen geteilt. Yang Yuhuan gehörte zu den höchsten Klasse Guifei. Die Geschichte von Yang Guifei und dem Kaiser Tang Xuanzong ist eine der bekanntesten Liebesgeschichten in China. Yang Yuhuan stammte aus einer akademischen Familie in Sichuan. Sie war außergewöhnlich schön und literarisch und künstlich gut gebildet. Die Liebesgeschichte mit dem Kaiser Xuanzong hat einen Anfang, der generell als unmoralisch angesehen wurde. Denn Yang Yuhuan war anfangs die Schwiegertochter vom Kaiser, beziehungsweise die Ehefrau von Prinz Shou.
Nachdem der Kaiser Yang Yuhuan entdeckt und sich in sie verliebt hatte, hat er seinen Sohn gezwungen, sich von ihr scheiden zu lassen. Er ließ Yang zuerst ein paar Jahre zur taoistischen Nonne werden, um ihre Vorgeschichte als Schwiegertochter möglichst zu verwaschen. Im Jahr 745 kam der 60-jährige Kaiser mit der 26-jährigen Yang Yuhuan zusammen und Yang wurde Guifei des Tangreichs. Da der Kaiser nach dem Tod der letzten Kaiserin keine neue ernannte, war Yang Yuhuan die mächtigste Frau im Palast und in Wahrheit eine Kaiserin ohne Krone. In seiner Jugendzeit hatte der Kaiser viele brutale politische Kämpfe überlebt. Er galt die ersten 20 Jahre seiner Herrschaft als fleißig, ehrgeizig und aufstrebend. Zu seiner Machtzeit erreicht das Tangreich den höchsten Aufschwung im chinesischen Adeltum. Doch mit fortschreitendem Alter wandte sich Xuanzong immer mehr den schönen Künsten des Lebens zu. Auch Yang Guifei interessierte sich für Musik und Tanzkunst. Langsam begann der Kaiser seine politischen Pflichten zu ignorieren und ließ sich gemeinsam mit Yang Guifei in die Welt der Künste aufsaugen. Die beiden trugen zur Entwicklung der chinesischen Musik und Tanzkunst entscheidend bei. Man kann nicht wissen, wie tief die Liebe zwischen dem Kaiser und der schönen Guifei wirklich war. Aber der Kaiser tat sein Bestes, um der schönen Konkubine Freude und Glück zu bringen. Er hat hunderte Frauen seines Harems vergessen und übernachtete fast jede Nacht bei Yang Guifei. Ihre Familie wurde ihretwegen zeitweise die heißeste und mächtigste Familie des Tangreichs. Ihr Cousin Yang Guozhong wurde trotz mangelnder Qualifikation zum Reichsminister. Ihre drei Schwestern wurden hochadelige und bekamen große Landstücke und unzählbare Schätze. Yang Guifei aß gerne Litschis, die in der Nähe der Hauptstadt nicht angebaut werden konnte. Damit sie frische Litschis genießen konnte, schickt der Kaiser seine weißen Heide und Pferde, um strafweise Tag und Nacht die Frucht in höchstmöglichem Tempo von Süden Sichuan zur Hauptstadt Xi'an zu transportieren. Man sagt ironisch, dass für ein Lächeln von Yang Guifei mehrere Pferde gestorben sein mussten. Die leckere Litschi-Sorte Fei Zixiao wurde nach dieser Geschichte benannt. Das Wort bedeutet das Lächeln der Konkubine. Der Kaiser im Glück der Liebe konnte nicht ahnen, dass großes Unglück für ihn und sein Reich in Anzug war. Die Tatsachen, dass der Kaiser jahrelang die Politik ignoriert hat, dass der Reichsminister Yang Guozhong unqualifiziert und heimtückisch war und dass sich die lokalen Militärmächte zu einer Bedrohung der Staatsregierung entwickelten, bedeuteten große Gefahren für das Tangreich. An Lushan, ein mächtiger Militärchef, der im Nordosten großen Reichtum und seine starke Armee verwartete, entfachte 755 eine landesweite Rebellion mit dem Vorwand, dem heimtückischen Funktionär Yang Guozhong zu beseitigen. Ein Jahr später, als An Lushans Armee die Hauptstadt angriff, waren der Kaiser und seine Angehörigen nach Sichuan geflohen. Auf dem Weg in einem Berghang namens Ma Wei hat die Schutzarmee des Kaisers protestiert. Nur unter der Bedingung, dass
杨国忠und seine Cousine 杨贵妃 hingerichtet werden, könnten sie den Kaiser weiter beim Fliehen schützen. Nach dem Tod von Yang Guozhong zwang die Armee den Kaiser kompromisslos, seine liebe Konkubine umzubringen. Denn sie waren der Meinung, dass Yang Guifei für die politische Unruhe am meisten schuldig war. Für den Schutz eines eigenen Lebens befahl der Kaiser der Konkubine, sich aufzuhauen. Das Leben der Schönen, die unvergleichbaren Luxus für Wöhnung und Liebe genossen hat, ging am Berghang Mawei zu Ende. Während der Anlushan-Rebellion hat der Kaiser alles im Wertvolle verloren. Seine Lieblingsfrau, die kaiserliche Krone, die Macht und den Aufschwung seines Reichs. Der Kronprinz, der als Marschall gegen die Rebellion kämpfte, hatte sich inzwischen getrennt und seinen Vater Xuanzong zum Rücktritt gezwungen. Das Tangreich geriet in einen Abschwung, der sich schrittweise dem Untergang nähern sollte. Die letzten Lebensjahre hat der Kaiser Xuanzong in bitterer Reue und Einsamkeit verbracht. Die vier Schönheiten haben alle erfolgreich das Herz des mächtigsten Mannes im Land gewonnen und dadurch passiv die historische Entwicklung beeinflusst. Das Leben von allen vier endet aber traurig. Xi Shi wurde als Waffe für Kriege zwischen zwei Ländern benutzt und umgebracht, nachdem ihr Nutzwert verloren ging. Wang Zhaojun hat für den Frieden zwischen dem Han und Xunuhaich zwei Zwangsheiraten gehabt. Diao Chan wurde für eine politische List als ein Lockmittel zwischen zwei Männern instrumentalisiert. Yang Guifei wurde zum Sündenbock für die Rebellion gemacht und zum Tod gezwungen. Die vier Schönheiten sind quasi alle politische Opfer geworden. Ein bekanntes Idiom sagt, von Alters hier haben schöne Frauen oft ein tragisches Schicksal. Die vier Schönheiten waren Vertreter von Milliarden Frauen im Altertum, die in der patriarchalischen Gesellschaft ihr eigenes Schicksal nicht steuern, sondern sich als das sekundäre Geschlecht unfreiwillig opfern musste. Für Krieger wurde schöne Frau oft als Waffe gebraucht und wenn die Männer wegen der Sehnsucht ihr Leben oder ihre Macht verloren, wurde sie oft als Sündenböcke angesehen. Für den Untergang des Wu-Landes und den Abschwung der Tang-Dynastie haben viele Historiker im Altertum Xi Shi und Yang Guifei schuldig gemacht, obwohl der Mann an ihrer Seite falsche Entscheidungen getroffen hat. Nach einer bekannten Wort, schöne Frauen bringen Desaster mit. Sowohl in der chinesischen als auch in der westlichen Kultur gab es die Tradition, schöne Frau als Sündenböcke darzustellen. Im griechischen Mythos hat Pandora die mit bösen Elementen geführte Büchse geöffnet. Und wegen der Schönheit Helena war der Trojanische Krieg ausgebrochen. Solche ungeheuchten historischen Kritiken und erfundenen Geschichten sind aus dem Hauptgrund entstanden, dass in der patriarchalischen Gesellschaft die Männer die Geschichte geschrieben haben. Und in einem Diktatursystem durfte man normalerweise den Herrscher nicht direkt kritisieren. Die schönen Frauen an der Seite des Herrschers wurden deswegen als Sündenböcke dargestellt, obwohl sie meistens nie in die Reichspolitik involviert waren. Das Streben nach der Gerechtigkeit zwischen den beiden Geschlechtern ist seit 300 Jahren bekannt. Aber das Phänomen, dass manche Frauen von der Gesellschaft oder sich selbst instrumentalisiert oder kommerzialisiert werden,
ist noch nicht verschwunden. Frauen werden immer noch benachteiligt in der Ehe und bei der Arbeitssuche. Es ist ein langer, sehr langer Weg, die soziale Geschlechtsgerechtigkeit vollends zu realisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie gerne Ihre Meinung zu diesem Thema austauschen möchten, hinterlassen Sie einen Kommentar. Ich freue mich auch auf das Daumen hoch und das Teilen des Videos sowie das Abonnieren meines Kanals. Bis nächstes Mal, 再见!